Hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Willkommen zu dem ersten Video auf meinem neuen Kanal und wir fangen heute mit einem super neuen Spiel an und zwar spielen wir heute Naruto to Boruto Shinobi Striker und ich habe das damals sehr sehr oft gespielt, doch jetzt habe ich mir so überlegt, dass ich mir einen neuen Account mache. Ich würde sagen, dass wir uns den zusammen machen. Auf meinem alten Account hatte ich sehr viel Zeug drauf, aber ich will das mal alles neu machen. Wer das Spiel nicht kennt, es geht um Naruto, dass du halt deinen eigenen Charakter zusammenstellst, dann Missionen machst von S, A, B, C, D. Ja, erstmal müssen wir uns beweisen in der Aufnahmeprüfung. Keine Ahnung, wer wir jetzt sind. Gegen Akatsuki. Okay. Das ist die Aufnahmeprüfung. Aufnahmeprüfung. Willkommen in der Finalarena der Schulenprüfung. Einem Angebot der VR Ninjutsu Arena. Hier wirst du in einem Pseudo-Teamkampf auf Herz und Nieren geprüft, damit festgestellt werden kann, ob du für die Ninja-Weltliga bereit bist. Wie du kämpfst, bleibt dir überlassen, solange du nur gut genug bist. Okay, Jungs, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Ein paar Sachen weiß ich noch. Wie zum Beispiel das Rasengan. Okay. So, das war die Aufnahmeprüfung. Bestanden. Glückwunsch, du hast deinen Wert bewiesen und kannst jetzt der Ninja-Weltliga beitreten. Trainiere mit deinen Freunden und arbeite darauf hin, der ultimative Shinobi-Striker zu werden. Aber das ist wichtig. Zuerst, wir müssen deine Daten erfassen. Mission abgeschlossen. So, jetzt müssen wir uns erstmal unser Heimatdorf aussuchen. Konohagakure Standard, Sunagakure, Kirigakure, Iwagakure oder Kumogakure. Also ich finde ja Kumogakure relativ cool. Konoha ist halt so Standard, aber Konoha ist halt auch irgendwie so langweilig. Deswegen nehmen wir einfach mal Kumogakure. Wir sind natürlich männlich. Fangen wir an mit Körpertyp. Ja, so groß, mittel, muskulös, groß und schlank. Das sieht halt echt nicht schlecht aus. Ich finde Typ 1 ist Standard, das sieht gut aus. So können wir uns eine auswählen, kann man aber auch jederzeit wieder ändern. Ich bin ja mehr so der Langhaar-Typ, wer mich kennt. Das ist ja mein neuer Kanal. Natürlich sind da auch neue Leute dabei. Als erstes will ich Standard diese Frisur nehmen. Standard vielleicht erstmal schwarz. Weil die Iwagakure-Leute sind ja dafür bekannt, dass sie immer weiße Haare haben. Weiß ist eine coole Farbe. Gut, dann nehmen wir als erstes so ein Weiß. Machen wir weiter Augenbrauen. Ja. Wieder geklappt. Jetzt kommen die Augen. Ich finde diese Augen ganz schön okay. Pupillen, boah. Boah, die da sehen okay aus. Ja.
mich doch nicht mit Nasen aus. Ich hätte die da relativ okay. Ja, die da ist okay. Und Pain Mund. Okay. Hautfarbe. Könnte natürlich so. Was hier geht. Augenfarbe. Kopfzubehör. Habe ich ja gar nicht. Dann weiter. Leave this to me. No! Hey, do your best. Gather up. Back me up. Okay to go. Got it. Thank you. Wow. Okay, back up, please. Okay, Namen eingeben. nehmen wir natürlich irgend so ein komischer Name. Wie wär's mit Isashi? Isashi. Das ist ein guter Name. Okay, Isashi. Mit diesem Avatar spielen, ja. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir werden das Ganze im Offline-Modus spielen, also noch nicht mit Online-Wettkämpfen, da ich noch kein PlayStation Plus habe. Aber ich denke mal, so ab Part 7 oder so wird das dann eintreten, Leute. Also beruhigt euch. Es wird jeden zweiten Tag ein Part geben, also heute am Dienstag ein Part, dann am Donnerstag, dann am Samstag. Und jeden Sonntag wird es ein Fortnite-Part geben. Dazu mache ich aber noch ein Video. Jetzt geht's los. Oh, hey there. Kurama. Well, you're in the right place. I'm in charge of teaching you the ropes. The name's Konohamaru Sarutobi. Let me know if there's anything you need, okay? Oh, it's sorry. I guess I should speak more formally. Just ignore it if I slip up every now and then, okay? sorry to cut to the chase, but I'd like to guide you around the village. First, okay. The VR Ninjutsu Arena. If you want to participate in the tournament, you'll probably come here a lot. Go ahead and visit the VR Ninjutsu Arena. I'll explain everything once we get there. Okay. Also, wir gehen jetzt erstmal zur VR Ninjutsu Arena. Okay. Der Pfeil auf dem Bildschirm zeigt dir an, wohin du dich als nächstes wenden solltest. Folge dem Pfeil und sprich mit dem Ninja am jeweiligen Ziel. Okay. So, ja, hier, das habe ich mir mal gekauft. Das sind Ninjutsu Trainer, aber dazu sage ich gleich noch mehr. Die Steuerung ist fürs Erste ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich schnell dran. So, fangen wir an. Hier ist Kakashi Hatake. Das ist Lord Kakashi Hatake, der 6. Hokage und Lehrer unserer Gelände. Okay, ich lese es lieber nicht vor. Die VR Ninjutsu Arena ist eine topmoderne Wissenschaftsanrichtung, an deren Schöpfung Konoha sehr hart gearbeitet hat. Sie steht allen Teilnehmern der Ninja-Weltliga offen, damit sie hier Training vorantreiben können. Ihr Training vorantreiben können. So, is this the new tournament participant that I read about in the report? Yep, sure is. I've been put in charge of the guide duties. I see. Well,
Let me quickly explain how the arena works, then. It's pretty simple, really. You see, our village has developed a VR device. It lets you train anywhere that you want. It's simple, right? VR in Jitsu Arena. Die von den VR-Geräten erschaffene virtuellen Schauplätze ermöglichen dir virtuelle Kämpfe im Rahmen von VR-Missionen. Stelle dich all den verschiedenen VR-Missionen und verbessere deine Ninja-Klasse. One of the coolest things about this device is that it also lets you fight with ninja from the past. Not the real people, of course. They're just data. But it's still real enough to let you experience how strong they truly were. Oh, by the way, the Ninja World League Arena is based on some stages from the past. They're from the times where the 6th and 7th were still active in the field, and were built to meet the requests of ninja who are serious about competing. Here, young ninja can fight serious one-on-one battles on stages based on famous history. Don't that just get your blood pumping? Well, whether it's pumping or not, you should just give it a try. VR Ninja zur Arena. Einige VR-Missionen sind Solo-Missionen, die du alleine bestreiten kannst. Andere sind Koop-Missionen, in denen du mit anderen Spielern zusammenarbeiten kannst für Team-Missionen. Ist ein komplettes Team erforderlich, probiere nun die Solo-Mission grundlegendes Training aus, um Grundlagen des Kämpfens aufzufrischen. Alter, ich bin echt nicht der beste Leser. Okay, machen wir mal eine Solo-Mission. Training. So, die Aufnahmeprüfung haben wir schon. Dann grundlegendes Training. Grundlegendes Training. Beherrsche die Grundlagen, wenn du der Stärkste werden willst. Diese Trainingsmission lehrt dir alle Grundlagen wie Bewegungen, Wandklettern, Chakrasprünge, Nahkampfangriffe, Ninja-Werkzeuge und Ninjutsu meistere mit Hilfe von Kakashi die Grundlagen die grundlegenden Ninja-Fertigkeiten. Oh Scheiße. Okay Leute, es tut mir leid, dass ich nicht so der beste Leser bin, aber dafür war ich auch nie so wirklich bekannt. So. Auf jeden Fall machen wir das jetzt? Konoha-Wald? Grundlegendes Training über die... Okay, die Stimme werden wir irgendwann noch ändern. So geil ist die jetzt noch nicht. Okay, let's start with the basics. Okay, das ist glaube ich ein Tutorial. First comes movement. Try moving over towards me. Bewegen. Im Konoha-Wald kannst du eine Menge Dinge tun. Als erstes solltest du dich mit Hilfe einfacher Bewegungen zu Kakashi begeben. Okay. Ah, wir können so ein krasses Wall running. Try running up that cliff. If you run straight toward it, you'll be able to run up the side of it. Okay. Okay, man kann auch laufen. Ich habe es jetzt dumm gemacht. Warte, ich zeig's noch mal richtig. Zack, 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 zack. Und dann hochlaufen. Looks like you know how to control your chakra properly. Now I'll tell you about chakra jumps. You can use those to jump even farther distances. Come on. Okay. Chakrasprung. Konzentriere Chakra in deinen Beinen, um einen Chakrasprung auszuführen. Je länger du das Chakra konzentrierst, desto höher und weiter der Sprung. Okay. Okay. Hat jetzt nicht direkt getroffen. Ein Drahtkunai? Ah, okay, sowas wie jetzt links sein Enterhaken. Du kannst Drahtkunai im Sprung werfen. Wenn sich das Drahtkunai an eine Wand heftet, kannst du auf die schneller auf die andere Seite gleiten.
Du kannst diese Methode auch zum Abfangen verwenden, falls du einmal abstürzt. Hä? Ach so. Wirklich interessant. Können wir jetzt immer so schu, schu, schu. Wenn meine Kamera nicht so gut war. Zack. Ja. Perfekt. Okay, das lese ich jetzt nicht vor. Also zum Beispiel mit Kreis. Achso, wir sollen erst mal so machen. Okay, das weiß ich ja selber. Ihr könnt einen Gegner anvisieren, indem ihr rechts runterdrückt. Kakashi, kannst du die Schnauze halten? Okay, Kunai werfen kann ich euch auch einfach erklären. Ihr müsst erstmal den Gegner so gut, zack, den visiert er an und dann drückt der Kreis. Dann könnt ihr einfach so Kunais werfen. Irgendwie klappt das bei mir nicht. Sieh ihn doch an. So. If there's not enough time to guard or dodge, remember that you can always just use a substitution jutsu. Okay, Kunst des Tausches. You can take a moment to think. Könnt ihr mit R2 anwenden. Zack. Könnt ihr euch sozusagen vertuschen. Okay, als jetzt zum Beispiel. Ah, jetzt kommt ein Jutsu. Okay, wir haben jetzt die Jutsus. Mit L1 könnt ihr den Jutsu 1 und L2 in den Jutsu 2. Okay, jetzt haben wir voll der Scheiß Jutsu. Also wir können mit diesem Jutsu einfach schups, wegsprinten. Und mit dem anderen können wir so einen krassen Tritt ausführen. Zuck. Kakashi nervt. Ja, okay, es ist sozusagen eine Special-Fähigkeit. Kommt her. Jetzt haben wir irgendwie so einen Angriffsboost. Zack, zack. Puh. Okay, Leute. Das Training hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet habe. Okay, wir haben Klasse A. Okay. So, Freunde, an der Stelle beende ich dann den Part. Wir sehen uns dann übermorgen, wenn es weitergeht mit Naruto to Boruto Shinobi Striker. Bis dann und ciao!